Moosseegeflüster. Eine Art, ein Podcast aus dem Mikrogolfpark Moossee. Mit mir, dem Thomas Schmocker und den verschiedensten Gästen. Heute im Moosseegeflüster ist der Klaus Burkhardt mein erster Gast. Er ist im Golfclub Bern fürs Marketing und Kommunikation verantwortlich und zusammen werden wir ein Zusammenspiel zwischen dem Golfclub Bern und der Betreiberin, der Mikrogolf AG, miteinander begutachten. Eine Tradition ist da, dass man ein Getränk auswählen kann. Herzlich willkommen, Klee. Du hast überraschenderweise das Wasser gewählt. Wie kommt es da dazu? Merci für die Einladung. Das ist dem Februar geschuldet, wo wir Dry Months. Es ist auch nicht so ein guter Zeitpunkt, das aufzunehmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist gut, okay. Aber immerhin besser als während der Europameisterschaft, so einen Dry Months zu machen oder so. Ich möchte auch gerade einsteigen. Wir haben ja letztes Jahr, 2023, miteinander das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Auch eben das Zusammenleben zwischen einem Golfclub und einem Betreiber. Was denkst du aus eurer Sicht vom Golfclub? Wie hat sich das Zusammenspiel zwischen dem Golfclub und dem Mikro entwickelt? Jubiläum letztes Jahr, das war schön, Anfang eines, um das aufzunehmen. Wir hatten schöne Turniere und rustende Feste, ein paar. Das hat mir sehr gefallen. Das Zusammenspiel kann ich etwas besser und präziser von den letzten 5 Jahren beurteilen. Vorher war ich nicht im Vorstand, auch noch ein bisschen weiter weg von dem Ganzen. Ich empfinde das als gut. Man stellt fest, dass die Ansprüche steigen. Wir haben eine relativ klare Kommunikation etabliert, wir haben klare Reglemente gemacht, die Sektionen funktionieren gut, die Leute im Vorstand arbeiten gut. Ich glaube, du und auch die Vorgänger der Heinz haben festgestellt, dass wir das machen, weil wir den Club vorwärts bringen wollen. Nicht, weil wir ein Ämtchen wollen und uns profilieren und über das Ganze definieren. Das war, glaube ich, nicht immer so gewesen und ist in anderen Clubs auch nicht so. Und dort, wo es um Ämtchen geht, dort klappt es nicht. Und das ist bei uns nicht so, wir sind gut aufgestellt. Wie findest du die Zusammenarbeit? Ich glaube, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, weil es ist miteinander. Und wenn Themen auf dem Tisch sind, dann können wir die offen und direkt miteinander auch besprechen und anschauen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo wir als Betreiber sehr wahrscheinlich eine Entscheidung müssen fällen oder wollen fällen, die nicht immer so für den Club sind oder wo manchmal auch noch eine andere Idee dahinter ist. Aber wir versuchen da auch so zu erklären, dass verständlich ist, wieso oder warum, dass man auch einen Entscheid trifft. Aber vielleicht da gerade eine Frage, die ich gerade vorziehe. Ein bisschen. Wie ist denn für dich als Vorstandsmitglied, wenn wir von der Mikro Golf AG einen Entscheid fällen, ja, wo vielleicht nicht gerade unbedingt pro Club ist, aber du als Vorstandsmitglied, der ja gleich irgendwo darauf angesprochen wirst oder musst rechtfertigen? Ja, mich kann auch nicht mehr so verrückt viel erschüttern, weil ich arbeite im regulären Leben bei Swissgolf als Kommunikationsmann. Und ich bin im Frühling 20, wo Corona war, sind alle Mails von den Golfern zu mir gekommen, die ihrem Unverständnis Luft haben gemacht, mehr oder weniger gut formuliert und uns wahnsinnige Tipps gegeben, was wir machen müssen, wenn man anruft, damit man wieder golfen kann. Es sind 100'000 Golfer, es sind wahnsinnig viele Egoisten dabei. Bei uns auf Bern abgebrochen sind es 1'000 Golfer. Auch da hat es ein paar, die anders ticken als andere. Und hier haben wir den Fall gehabt Herbst 20, wo die Migroare hat... Ja. 21, Herbst 20? Ja, Herbst 20, ja. Wo die Migroare hat zuerst den Mose zu tun, dann Limbach kurz darauf haben. Völlig unverständlich und... Also für alle unverständlich, auch für uns natürlich. Und der grosse Fehler war eigentlich, dass sie einen Managementfehler gemacht und den korrigiert haben. Und da sind auch viele Leute gekommen, aber da haben sie, was wollte ich sagen, sie gewusst, dass es nicht in unserer Macht steht, da etwas zu ändern daran. Nein, unpopuläre Entscheidungen trage ich mit, wir haben nicht so viel von denen. Ich glaube, der Schlimmste war, dass die 135 Pföster nicht mehr da sind. Ja, Geschichte nicht böse, es ist eine kleine Welt traurig. Ich habe kein Problem, die zu vertreten. Ja, da habe ich eine klare Meinung. Und aber apropos Managementfehler. Man hat mal ein politisches Projekt, das durch war, glaube ich. Kurz vor dem Spatenstich hat man die 9 Löcher nicht bauen, die geplant waren. Wie sieht das aus? Hast du da News? News in dem Sinn nicht. Nur schon, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und da kann relativ spontan Auskunft geben, zeigt natürlich, dass wir Überlegungen haben.
ist in der Migros AG ein offenes Geheimnis, dass wir auch ein Wachstum ermöglichen wollen. Wir haben das Beispiel im Moment von Ottelfingen, wo Driving Range, aber auch die Anlage ausgebaut wird um 3 weitere Löcher. Da ist der Grundsatz da. Und persönlich, was gibt es Schöneres für einen Golfmanager, als eine Anlage zu bauen? Da würde mich extrem freuen. Die Realität, glaube ich, sieht aber auch noch etwas anders aus. Also wir haben eine Gesellschaft, die sich gewandelt hat. Wir haben immer wieder Proteste von den Klimaaktivisten wegen der Schere, die aufgeht, vor allem in der Westschweiz. Wir haben Proteste gegen Wasserknappheit und so. Wir müssen uns immer wieder auch rechtfertigen, ja, was Golf eigentlich ist, was Golf macht, dass wir sehr, sehr viel Gutes auch für die Natur machen. Und das würde auch bedeuten, dass, wenn wir die Neulochanlage möchten machen, nochmal den politischen Weg müssen gehen. Und der wird meiner Meinung nach sehr beschwerlich und sehr lang. Also das ist nicht etwas, wo von heute auf morgen geht. Aber wir sind... Also von meiner Pensionierung hast du eine Antwort auf, was ich 15 Jahre. Nein, Spass beiseite. Es ist letztes Jahr schon bei mir aktiv auf dem Pult gelegen. Es liegt auch dieses Jahr wieder aktiv auf dem Pult. Es geht nicht ganz so schnell, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ich muss aber auch sagen, einer von den Punkten, die wir prüfen, ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Können wir eine Neulochanlage auch wieder rentabilisieren? Und das ist eine von unseren Aufgaben, die wir haben. Wir sind nicht nur zum Plausch da, sondern ja, wir sollten auch wirtschaftlich denken. Und das sind Fragen, die da sind, sind auf dem Tisch. Wir sind am Diskutieren, aber es ist noch nicht spruchreif. Dann werden wir uns als Club bemühen, dir wirklich so wenig Arbeit machen, dass so das auf deinem Pult ist, kannst du behandeln. Das wäre natürlich so der ideale Fall. Ich merke, das ist so ein langfristiger Wunsch, die Neulochanlage, die wird ja öfters auch an mich herangetragen und wird dort öfters gefragt, was wünscht sich der Golfclub für die nächsten Jahre oder für das 2024? Nochmal, wir haben gute Zusammenarbeit, wir bekommen relativ viel über, wenn ich das mit anderen Clubs in den Packs darf vergleichen. Ich persönlich zähle mich zur Kategorie ambitionierte Hacker, würde man dem sagen, ich möchte gerne so häufig wie möglich gute Greens. Wir haben einen super Golfplatz, wir haben unglaubliche Trainingsmöglichkeiten. Das ist eigentlich mein Ding, möglichst viel gut in gutem Zustand. Bunker ist zum Teil eure Aufgabe, nachher der Golfer oder Golferinnen ihre Abschläge, Fairway, Greens, guter Zustand. Das ist eigentlich mein Wunsch, den auch die meisten vom Club würden mittragen. Das ist gut. Und wir geben alles, dass wir den Wunsch auch so erfüllen können. Also Bunkerkanten ist ja ein grosses Thema. Greenies sind jetzt schon dran, zum Bunkerkanten stechen auf der 18-Loch-Anlage. Also wenn die dann aufgeht oder offen ist, hat man schon perfekte Bunker. Wir haben wieder neue Bunker auch oder renoviert. Und das wichtigste Thema sind sicher Grüns und da sind wir auch in der ganzen Migros-Welt sehr stark bemüht, dass man viel Qualität, viel Arbeit auch dort reinlegen, weil wir wissen, dass das so ist. Und ich glaube, da darf man auch sagen, wir haben letztes Jahr Untersuchungen gemacht und können sagen, hey, in den letzten 10, 15 Jahren, da wissen wir, ist sehr, sehr gut geschafft worden und wir können von dem profitieren. Das ist manchmal nicht das, was der Golfer auf der Oberfläche sieht. Das ist wie, wenn der Körper gesund ist, aber die Haut halt einen Bückel hat, dann hat es auch wieder mal ein Moos oder einen Pilz. Mhm. Aber unten dran sind wir sehr, sehr gesund und ich glaube, da können wir sehr gut auch so machen. Schön, ihr investiert in die Bunkerkante, die Anlage und alles. Dann gehe ich nicht davon aus, dass Golfparks, Migros ist dran, Sachen abzustossen, dass da Golf auch dazugehört, dass es verkauft würde. Ja, also wenn es so weit würde kommen, dass Golf wird verkauft werden, würde ich ganz viel zu Nachtessen verlieren, weil ich bin überzeugt, dass das nicht der Fall ist, weil Golf ist in dieser ganzen Migros-Welt im Gesundheitsbereich angesiedelt. Und der Gesundheitsbereich, der wird im Moment nicht angetastet, sondern das ist ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld. Das ist der erste Punkt, der dafür spricht, dass da nichts unterwegs ist. Das zweite ist, wir sind 100% Tochter von der Migros Luzern. Und wir müssen mit der Migros Luzern da aushandeln und machen. Und solange dass wir auch den wirtschaftlichen Erfolg bringen, und den haben wir jetzt im 2023 knapp gebracht, können wir auch unser Dasein rechtfertigen. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Und wenn ich vorhin schon bei der Neulochanlage gesagt habe, wir können nicht einfach nur schön sein, sondern wir müssen auch einen wirtschaftlichen Beitrag an Migros Luzern bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin
völlig entspannt, was die Thematik angeht, weil ich weiss, dass Mikrogolf AG noch lange wird existieren und noch lange ein Mikro wird drin haben. Ja, es wäre auch blöd, ein neues Logo machen und das Ganze verkaufen. Ja, richtig, genau. Ja, da ist es eigentlich auch schon fast gewesen, aber ich merke es natürlich noch so zur Tradition, dass am Schluss noch die wichtigsten Fragen so kurz gestellt werden und ich bitte dich einfach so zwei, drei Sachen noch zu beantworten zum Schluss. Welches ist eigentlich dein Lieblingsloch im Golfpark Mosee? Immer dort, wo ich ein Birdie gespielt habe. Oder ein Igel. Gut, also oder ein kein... Albatros. Nein, Albatros habe ich noch nie gemacht. Das 13 finde ich ein super Loch, weil es Varianten hat. Man kann auf die Länge kann auf das Green treiben, man kann vorlegen, man kann über Bunker spielen. Ich finde alle Löcher, wo man verschiedene Varianten hat, das zu spielen, finde ich gute Golflöcher. Spannende Sache, weil ich sage auch immer, das 13 ist mein Lieblingsloch. Ja. Dein bestes Stück in deinem Golfbag? Im Golfbag? Ja, kein Lieblingsloch. Der Putter. Aber nein, der nächste Driver, den ich werde kaufen werde, ist mein Lieblingsschläger werden. Immer der nächste wird es. Immer der nächste. Gut. Und dein persönliches Ziel für die Golfsaison 2024? Neben der guten Green, den ihr macht, ich habe kein Handicap-Ziel, weil das würde heissen, ich muss trainieren. Ich möchte in einem Team spielen für Golfclub Bern. Das macht mir sehr, sehr Spass. Möglichst viele Matchplays gewinnen, möglichst viele entspannte Runden haben und möglichst wenig Regen. Das sehe ich natürlich etwas anders. Wir brauchen ab und zu einen Regen, damit wir auch unsere Wasservorräte wieder ein bisschen auffüllen können. Das könnt ihr ja dann machen, wenn ich arbeiten muss. Das ist in der Ordnung, wir werden es so bestellen. Dir herzlichen Dank, dass du dich bereitgestellt hast für den ersten Podcast. Und ja, hoffe, dass wir auch noch weitere werden folgen. Das war es von der ersten Folge vom Mosee-Geflüster. Im April geht es weiter. Bis dann, schönes Spiel und man darf das ruhig weiterempfehlen. Fertig mit Tricks und Gags oder eben ein Mosee-Geflüster. Herzlichen Dank fürs Ihr Hören und bis zum nächsten Mal.